Na sowas, da sind wir wieder. Und diesmal haben wir richtig Druck, also ja, richtig Druck. Weil das letzte Mal, wo wir unterwegs waren, waren wir auf dem Jabelschen See unterwegs mit Peters Boot. Hatten natürlich Kamera dabei, Routen dabei, wollten ein paar Barsche ärgern. Das haben wir tatsächlich auch gemacht. Wir haben auch Videomaterial, aber... Kein Ton. Kein Ton. Verdammte Scheiße. Tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, keinen einzigen Ton auf dem gesamten Videomaterial. Was mit dem Mikro los war oder so, keine Ahnung. Ich werde auch gleich mal prüfen, ob das diesmal jetzt geklappt hat mit dem Ton, bevor wir wieder ohne Ton nach Hause fahren. Was haben wir heute vor? Ich krieg schon wieder Puls. Was ist das im Hintergrund? Die Mucke da hinten, ja. Wir hoffen mal, dass wir trotzdem irgendwie einen Fisch ans Band kriegen. Und, wir wollen heute mal damit angeln. Ihr werdet gleich nochmal sehen, ich habe gerade so ein paar Aufnahmen gemacht vom Gewässer, wo wir jetzt gerade sind. Das Problem, was wir hier jetzt festgestellt haben? Das gesamte Gewässer ist zugekrautet. Aber mal, hallo. Also wird ein Grundansatz möglich sein, aber nicht mit normalem Birnblei oder Sargblei, sondern wir angeln mit einem Tiroler Hölzer. Weil, das sackt sicherlich auch durch, aber durch die Länge, durch den Auftrieb hier, hat das Vorfach immer noch die Möglichkeit, auch ein Kraut irgendwo zu liegen. Das kommt. Gucken wir mal, was da geht. Genau, gucken wir später nochmal an. Vielleicht ein kleiner Hinweis, ihr habt gerade gesehen, ich habe aufgezoomt und zwar, tada, wir zeigen das Schild auch gleich nochmal von hinten. Bei Peter steht was anderes drauf, immer so meins nehmen. Ich zeige auch gleich, wir haben auch zwei verschiedene Farben, ein paar verschiedene Größen, das schreiben wir in die Videobeschreibung mit rein. Guckt euch die an, wenn ihr sie haben wollt, bestellt ein paar bei uns. Ihr unterstützt damit unser Projekt, die meisten kennen das schon und die Leute, die es nicht kennen, willkommen auf unserem Kanal. Ihr unterstützt damit unser Projekt für die Kids. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Wir schauen mal. Die Routen sind ausgebracht und jetzt gucken wir mal. Wir haben im Hintergrund immer noch schöne Begleitmusik. Mal sehen, ob die denn inzwischen vielleicht langsam runtergefahren wird oder verstummt. Aber die Routen sind ausgebracht und Peter als unser Experte... Ich habe keine Ahnung. Das stimmt. Und davon eine ganze Menge? Ja. Aber tatsächlich mal jetzt. Im Ernst, du hast ja eine ganze Menge Erfahrung über die ganzen Jahre angesammelt. Und wir haben jetzt hier das Tiroler Hölzel am Band, weil... Wir haben Grundmontagen heute, die wir fischen wollen. Und wie wir schon sehen konnten, ist alles total zugekrautet hier. Und wenn ich da ein normales Grundblei nehme, das versackt so in die Pflanzen und in die Modder, dass wir sicherlich keine Bisserkennung mehr haben. Also angeln wir mit dem Tiroler Hölzel. Das ist so ein kleines Bleigewicht, ein Plaste- oder Kunststoffröhrchen, oben mit einer Öse drin, wo ich Karabiner einhängen kann. Das hat immer noch ein bisschen Auftrieb. Sackt zwar runter zum Grund, aber sackt nicht durch. Und die Montage kann oben frei eben durchlaufen. Besser als mit dem Grundblei. Ja, und dann wollen wir mal gucken, ob hier eine Schleie, ein Aal, Karpfen, mal gucken, was hier rumschwimmt. Ja. Allerdings, das ist ganz schön zugekrautet. Also hier eine freie Stelle zu finden. Hier wird's, da hinten ist mal so eine kleine. Und da drüben so. Dann gucken wir mal, was da so geht. Also, lassen wir uns mal überraschen. Bis später. So Leute, kurzes Zwischenfazit, auch wenn es jetzt wir eigentlich fast gerade erst angefangen haben, aber bis dato, man sieht im Hintergrund so, jetzt drehe ich mich mal kurz um, sieht, es wird langsam ein wenig dunkler, vielleicht kann man das erahnen. Bis dato ist aber nichts weiter passiert wieder. Noch nicht. Also sicherlich müssen die Fische erst durchs Kraut schwimmen, das heißt, sie müssen sich da durcharbeiten, um unsere Köder auch zu finden. Das ist das eine, aber Fischbewegung ist ja eine Menge da, wenn man das hier mal so sieht. Also hier ist Brutfisch unterwegs, das glaubt man gar nicht. Also das ist richtig viel Bewegung im Wasser. Aber es ist eben auch ein Zeichen, wenn sehr viel Fischbewegung ist an Jungfischen, dass der Bestand insgesamt auch sehr gut ist. Ja, aber ob die im Kraut da dann durch die Gegend schießen, unsere Köder finden, wir lassen uns mal überraschen. Also wir haben jetzt mal in Krautlücken geworfen, um mal da abzuwarten. Aber man muss ja, wenn man Tauwurm angelt oder im Naturköder, muss das ja nicht heißen, dass die auch immer gleich beißen. Ne? Genau. Es kann auch sein, ein Satz mit X. Das war wohl nix. Das war wohl nix. Ne? Wehe. Dann meckern wir mit den Fischen. So. Ja, die Schlingels und sowas. Mach ne? du mal. Das, ach, wieso ich? Immer kriege ich die Schuld. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Logisch.
Ja, so, auf wir gucken Karte. Mal, was noch geht. Und apropos, was noch geht. Wir haben ja am Anfang gesagt, wir haben ein paar Shirts, die wir tatsächlich selber machen. Also die Shirts kaufen wir natürlich ein. Das, was da drauf kommt, lieben Dank in dem Fall mal an Dennis, der uns dabei unterstützt hat, wie sowas hergestellt wird. Und das beides zusammenbringen, ich sag mal Hochzeit dazu, das machen wir tatsächlich selber. Ja. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich zeige euch gleich nochmal ein paar Farben, weil wir haben tatsächlich nur ein paar groß geschrieben. Und die zeigen wir euch mal. Und wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da steht eine E-Mail-Adresse drin. Und Peter schreit gerade ganz doll und zeigt da mit dem Finger rüber, weil da war... Fischalarm. Was denkst du, war das? Barsche am Raum. Also wollen wir mal gucken, ob vielleicht dann Barsch nochmal geht. Ich hole mal die Shirts raus. Bis gleich. Schauen wir mal. Wir angeln ja hier mit Freilaufrollen. Ja, wenn ein Fisch mal ein bisschen Schnur abzieht, dann brauchen wir nämlich keinen Bissanzeiger, sondern wir hören das denn. Und das ist nicht so laut, das fällt dann nicht so auf. Außerdem war da hinten viel Fischbewegung. Ich werde die Köder nochmal da auf der Seite ein bisschen woanders hinsetzen. Mal gucken, ob da dann ein bisschen mehr geht. Kommen wir mal nochmal zu Heiko. Zu mir? Nein. Heiko hat die Shirt schon mal ausgepackt. Zumindest Heiko. Die Farben, ne? Also so sehen sie aus. Wir haben vorne so ein Brustlogo, was wir drauf machen, und wir haben hinten und die Feuerwehr. Unser Logo, und die Feuerwehr begrüßt das Ganze nochmal. Beides Naturtöne. Und ich würde sagen, wir warten, bis die Feuerwehr weg ist, und da ist sie schon wieder aus. Also wir haben natürlich zwei Farben aktuell am Start. Wir müssen ja erstmal anfangen. Einmal dieses Grün und einmal dieses Braun. Beides schöne Naturfarben, finde ich zumindest. Und da kommt unser Logo natürlich auch gut zur Geltung. Und wenn ihr uns unterstützen wollt natürlich, dann gerne einfach mal bei uns bestellen. Wir haben diese Shirts in verschiedenen Größen da. Wir haben beide Shirts in den Größen M und L. Und das muss ich kurz überlegen, das Grüne in 2XL. Dazwischen gibt es leider im Moment nichts. Gerne anfragen. Wir stellen noch mal ein paar Bilder mit ins Video ein, wie gemessen wird. Und die Maßtabelle selber, die wir da so erstellt haben, schreiben wir mit in die Videobeschreibung, damit ihr da mal reingucken könnt und selber dann noch mal messen könnt, was bei euch passen würde. Und dann einfach per anglerschwatz@gmail.com einfach bei uns mal melden, wer was haben will. Oh, da war Fisch. Wer was haben will, einfach mal eine Mail schreiben. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Unterstützung. Und wir gucken mal, ob wir noch den einen oder anderen Barsch, vielleicht auch einen Aal. Oder einen Fisch. Geht. Oder einen Fisch. Aber übrigens einen Fisch vielleicht. Ja, vielleicht wird das auch noch. Vielleicht haben wir deshalb die Angeln draußen, weil wir vielleicht noch einen Fisch fangen wollen. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, wir wollten einen Fisch fangen. So in der Richtung. Also vielleicht bis später. Also ehrlich. Und dann mit Fisch. Ehrlich mal, ich halte mal lieber die Kamera aus Wasser, weil Heiko hat ja nur bunte Knete im Kopf, ne? Und davon reichlich. Aber ich kenne da noch einen. Ich glaube, wir angeln viel zu weit draußen. Die Fische plätschern hier direkt vom Ufer rum. Ob das so gut ist? Und da vorne gerade schon wieder. 2 Meter von der Kante weg, aber das kriegen wir mit der Kamera, glaube ich, nicht so gut rauf. Also hier auf unserem kleinen Kameramonitor sieht das jetzt aus wie beim Ultraschall. Ich sehe dich noch. Ja, mittlerweile ist ganz schön duster geworden, ne? Also die Nacht bricht rein. Wir haben viel Fischbewegung auf dem Wasser, am Wasser, im Wasser. Also jetzt richtig was los. Aber die Fische beißen nicht. Ja. Also wir haben auch relativ viel Bewegung hier in der Luft. Ja, mückentechnisch groß wie Möwen, ne? Das kennen wir ja schon. Aber Fisch, so aktiv, dass sie fressen, haben wir noch nicht gehabt. Außer Barsche jagen an der Oberfläche, das haben wir schon gesehen. Ja, die jagen hier, ja. Aber so auch die Kleinen oder so, dass sich mal einer am Tauwurm vergreift, war bis jetzt noch nicht. Obwohl wir so in Krautlücken angeln, ne? Da wo die Fische dann auch buddeln, wo sie dann auch nach Insektenlarven und sowas suchen. Da liegen unsere Köder, sollte eigentlich ganz gut sein. Aber da eigentlich kein Wort ist, ist das manchmal so. Obwohl ich denke, dass diese Gewässer, die so stark verkrautet sind, dass die auch von Anglern nicht immer so
so stark frequentiert werden. Das, weil es ist ja auch nicht so einfach, da drinnen zu angeln. Oftmals. Ne? Also, und von daher, man sieht das ja an den Bewegungen, dass hier richtig was drin ist. Also, aber was nützt es, wenn sie nicht fressen wollen? Aber die Fische, die wir nicht fangen, können auch wachsen. Genau. Ja? So, und dann haben wir gerade ein kleines Telefonat noch geführt. Warte, so, nochmal. Dann haben wir gerade nochmal ein kleines Telefonat geführt. Und wir warten eigentlich noch auf Besuch. Mal gucken, ob wir das noch so raufkriegen vom Scheinwerfer her. Aber tatsächlich ist unser Gast hier irgendwo. Wo ist er denn jetzt? Da. Sieht man mich? Ja, man sieht mich. Sehr gut. Genau. Moin, Noah. Ja, schönen guten Tag. Hey, ich glaub's ja gar nicht. Ich bin gar nicht mehr drauf da. Du bist gar nicht mehr drauf. Peter sieht man nicht. Warte, da muss man ein bisschen dichter gehen. Da sieht man Bart. Da sieht man Bart. Da sieht man ein bisschen Kappe. Ah, könnte Peter sein. Muss mit der Taschenlampe anleuchten. Genau, mit der Taschenlampe. Ja, das habt ihr gestern das Video gesehen dazu. Noah sagt gerade, Taschenlampe. Wo ist er? Taschenlampe. Taschenlampe. Ja. Peter, wo ist die Taschenlampe? Hier. Da, mach mal an das Teil. Damit wir hier mal ein bisschen Licht haben. Also vielleicht nicht in die Kamera und nicht in unsere Gesichter. Ich glaube, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die leuchtet mal nach unten. Genau, das ist der schwache Modus. Das ist okay. Jetzt müssen wir nochmal... Ich will jetzt auch keinen blenden. Zack. Da ist Peter. Da, Peter ist zu sehen. Dann müssen wir hier mal weiter rumgehen. Da bin ich. Moin. Noah. Da. Ich bin auch da. Und ich bin auch am Start. Also, was machen wir jetzt? Wir müssen die Lampe wieder geben. Ja, hol sie dir doch. Das willst du jetzt nicht. Spring doch. Ich krieg die anders. Wir gucken mal, was so noch geht und wir hoffen ja, dass wir in den nächsten Minuten bzw. in der nächsten halben Stunde doch noch den einen oder anderen Fisch fangen. Aber bis dato hat sich noch nichts getan. Ja. Noah, was sagst du dazu? Also ich bin vor 2 Sekunden gekommen und weiß gar nicht, was hier abgeht. Okay. Also mir wurde so eine Taschenlampe in die Hand gedrückt und meinte, die ist wohl ganz stark und das kann ich alles wiedergeben. Ist so? Ja, auf jeden Fall. Kommt so rüber. Naja, mal gucken. Lass uns mal überraschen. Ich drücke euch noch die Daumen. So Peter, ich habe mal ein bisschen Licht angemacht. Ja, ich hoffe, ich blende dich nicht. Naja, es geht. Ja, es ist schon richtig fortgeschrittene Stunde. Wir müssen auch wieder früh raus. Wir haben hier alles gegeben. Im Kraut, vorm Kraut, hinterm Kraut, im Kraut. Es war kein bisschen Aktion hier, dass die Fische fressen wollten. Also sie haben unsere Köder nicht genommen. Ein lecker Tauwurm geht ja eigentlich immer, ne? Ja. Aber sie wollten heute partout nicht fressen. Wir werden das weiter probieren, aber nicht mehr heute, weil ich muss ja auch morgen wieder ganz früh raus. Dito. Du auch. Also, dann werden wir heute mal einpacken und werden als Schneider ausfahren. Ja. Ich will weinen. Aber in diesem Sinne, natürlich, manchmal ist das so, dass es auch mal keinen Fisch gibt. Dafür ist es ja auch Angeln und nicht Fische greifen. Und dann ist das halt so. Genau, denkt mal nochmal dran. Wir haben ja vorhin ein paar Shirts gezeigt. Ja. Wer Interesse hat, einfach mal eine Mail schreiben, nachfragen, ob vielleicht auch eine andere Größe oder vielleicht auch eine andere Farbe. Denn alles das, was da mal angefragt wird, das schreiben wir uns auf. Und wenn eine Farbe sehr oft nachgefragt wird, dann werden wir die auch nochmal organisieren. So sehen wir das. Mhm. Genau. So werden wir das machen. Also in diesem Sinne, einen schönen Restsonntag. Wir gehen nachher in die Haier, ne? Ja, ich aber bei mir und du bei dir. Also ich habe keinen Bock, mit dir in eine Haier zu gehen. Davon war nicht die Rede. Unsere Frauen werden wahrscheinlich Alarm machen. Genau. Ne, die hauen uns dann. Das ist auch nicht schön. Nein. Muss nicht sein. Also in diesem Sinne, schönen Restsonntag. Wir sehen uns und hören uns nächsten Sonntag wieder. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.